Hallo meine Lieben, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Petit Cuisine. Diesmal wird wieder kreiert, geschaffen. Wir machen Senf. Also, wir haben gekauft 300 Gramm gelbe Senfkörner. Wir haben gekauft 150 Gramm schwarze Senfkörner. Haben die dann 24 Stunden eingeweicht im Wasser. Aber es geht auch über Nacht, ist recht vollkommen. Damit die Senfkörner einfach aufquellen, damit man es leicht verarbeiten kann. Und dann, bei der Verarbeitung, gehen wir dann von der Masse aus, von den gelben Senfkörnern. Die waren bei uns dann 800 Gramm. Und dann nehmen wir die schwarzen Senfkörner, die sind um die 400 Gramm. Da kann man jetzt also sagen, 800 Gramm ist die Ausgangsmasse. Die schwarzen Senfkörner ist ein halbes Teil davon. So geht es dann weiter mit dem Essig und mit dem Weißwein. Man nimmt immer ein halbes Teil von der Gesamtmasse von den gelben Senfkörnern, sprich 400 Gramm, also um die 400 Milliliter und wieder 400 Milliliter vom Weißwein und 400 Milliliter vom Essig. Und nachher, wenn wir dann den Senf fertig haben, müssen wir noch Salz dazugeben und dann nehmen wir 1% von der Gesamtmasse. Das war dann in unserem Feuer um die 2000 Gramm, sprich das sind dann 20 Gramm vom Salz. Und dann, damit wir dann einfach dann so eine schöne Senffärbung hinkriegen, färben wir das Ganze mit Kurkuma und Curry. Und das war's dann eigentlich schon. Okay. Jetzt mixen wir das Ganze. Okay, wieder mal ein Mixer. Ja, die letzte Folge von Petit Cuisine gesehen hat mit Bärlauchpesto. Der wird wissen, wie meine Nerven gerade flattern. By the way, Mama, da geht wieder. Es sind jetzt 3 Wochen vergangen seit dem Mixen des Senfs. Er hat gegärt, er gärt noch immer. Und wir werden ihn jetzt abfüllen. Wir öffnen den Kübel. Äußerlich hat es nicht so riecht wie dann. Aber es riecht nach Senf. Und es schaut aus wie Senf. Es schaut aus wie Senf. Ich würde mal sagen, wir probieren, ob es so schmeckt wie Senf. Und wie ist fast nie Senf, also kann ich es eh nicht beurteilen. Alles scharf, ja. Es schmeckt so, wie man es vorgestellt hat. Das heißt? Ja, so wie Senf schmecken soll. Genau, das heißt, wir füllen das Ganze jetzt in die Gläser ab. Was man nicht vergessen darf, ist, dass der Senf weitergärt. Das heißt, man sollte in regelmäßigen Abständen, vielleicht so einmal in der Woche, den Deckel mal ganz kurz öffnen. Vom Glas? Vom Glas, weil sonst könnte es sein, dass das Glas zerreißt und dann hat man den ganzen Senf im Kühlschrank. Es ist vollbracht. Hier stehen 3 leckere Senfgläser von Marbach. Okay, ich gestehe, eigentlich sind es ja Mario-Senfgläser. Lieber Assi, danke dir. Hast du wie immer gut gemacht. Es hat Spaß gemacht zu erfahren, wie man Senf macht. Erstaunlicherweise, es ist gar nicht so schwer. Wer jetzt von euch vielleicht Lust hätte, eines dieser Babys sein eigen zu nennen, das ist möglich. Ich verschenke 3 dieser Gläser. Und alles, was ich dafür möchte, sind eure Lieblingsrezepte mit Senf. Schreibt sie mir in die Kommentare hier auf YouTube oder auf der Facebook-Seite oder schickt mir einen Tweet oder wie auch immer. Einfach Hashtag Marbacher Senf. Und ja, die besten 3 Rezepte, die coolsten 3, die abgefahrensten, die leckersten, wie auch immer Rezepte, erhalten von mir ein Gläschen zugeschickt. Und es dürfen auch Rezepte mit Fleisch sein. Ich bin da voll inklusiv. Und vielleicht koche ich das eine oder andere in einer weiteren Ausgabe von Petit Cuisine auch nach.
Wer weiß? Also, mich würde es freuen, wenn ihr mir ein Rezept geschickt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, teilt das Video. Und wenn ihr selbst Senf macht, dann lasst mir wissen, wie es war und wie es funktioniert hat. Und ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Nicht vergessen, Abo dalassen. Danke euch. Ciao. Und das Rezept kommt woher? Das Rezept habe ich von einem Freund bekommen aus Bolivien, auf meiner Reise in Bolivien. Da haben wir Senf hergestellt und der hat mir das Rezept mehr oder weniger anvertraut und da haben wir in regelmäßigen Abständen Senf gemacht zur Selbstversorgung.